Und das war ein Blick mitten rein in die Proben von Eric Gauthier und seiner Company. Und damit herzlich willkommen zu Kunstkulturkarrieren hier auf RegeTV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Er ist ein Shootingstar in der Tanz- und Ballettwelt. Und ich freue mich riesig, dass er Zeit hat, heute Abend hier bei mir zu sein. Hallo. Wunderbar. Nee, ich bin bei Ihnen. Hallo, Eric Gauthier. Ja, schön, dass Sie da sind. Ja, wir haben gesehen, Proben für welches Stück? Wir proben jetzt gerade Alice in Wunderland, aber eine italienische Version, so es heißt Alice. Und wir machen nächste Woche eine große Reise nach Holland. Wir machen Den Haag und Rotterdam und ein paar deutsche Städte danach. Ja. Mit Gauthier verbindet man Lebensfreude, ja, ganz warme Farben immer, die man sieht, und natürlich Humor. Mhm. Warum haben Sie sich entschieden, wegzugehen von dem ernsten Fach? Was war der Grund? Ich meine, ernst einfach, ich war bis meine Alter von 30, ich war im Stuttgarter Ballett, so mehr in diese wirklich klassische Ballettwelt. Und ich habe immer gemerkt, ich passe gut rein da, aber es gibt eine Seite von mir, der ist ein bisschen, ich war immer die Charlie Chaplin von Stuttgarter Ballett. Ich wollte immer so mehr Sachen mit einem Prise Humor machen. Und dann habe ich gemerkt, dass moderne Bewegung ist mehr meins als klassischer Ballett da. Und dann, ja, ich habe diese Entwicklung angedacht, ich soll eine Tanztruppe machen mit diese Lebensfreude, the sunny side of modern dance. Ja. Welche Qualitäten muss ein Tänzer mitbringen? Wann ist er ein guter Tänzer oder Tänzerin? Ich meine, meine Tänzer, die sind sehr speziell, die könnte in einer Balletttruppe sein, die könnte am Staatsballett sein, aber die machen diese Entscheidung, ich will nicht das machen, ich will moderne Tanz schaffen. Und ja, so mein Tanzer sehr hohes Niveau körperlich wie ein klassischer Balletttänzer, aber die haben auch von drin so eine innere Tier, der bewegt sich ja mehr wie eine Schlange oder es bringt die Körper in Bewegung wie Wasser, weißt du, sehr fluid. Und wie er sie fit macht, Eric Gauthier, erfahren wir gleich. Wir werfen einen Blick in das Stuttgarter Ballett. Dort laufen gerade aktuell drei tolle Choreografien. Unter anderem werden wir Marco Göke, den Hauschoreograf, ein bisschen über die Schulter schauen bei seinen Proben. Bis gleich. Als blickte man in Abgründe. Lucid Dreams, die neue Choreografie von Marco Göke am Stuttgarter Ballett. Gökes Stil ist weit jenseits traditioneller Ballettästhetik und wurzelt tief in seinem eigenen Wesen. Tja, wenn ich das Geheimnis lüften würde, wäre das, glaube ich, schlimm. Ich bin immer noch am Anfang und immer noch sprachlos und ratlos, auch nach so einer Aufführung. Woher das kommt und warum ich das mache, da muss ich tief in mich reingehen, glaube ich. Habe ich noch keine Antwort. Marco Göke, Choreograf des Jahres 2015. Er polarisiert die Ballettwelt mit seinem Ausdruck als Ergebnis permanenten Suchens. Seine Kunst sieht er als Antwort auf die Gegenwart. Düstere Zeit. Und so ist das Stück auch ein bisschen. Es ist sehr gehetzt und sehr düster auf eine Art. Meine eigene Gehetztheit in der Arbeit und auch das, was ich von den Menschen mitbekomme. Und ich bin gespannt, wohin wir es steuern. Manchmal, heute Morgen habe ich gedacht, die Leute fragen mich immer, was soll das? Sie wollen Fakten, was soll das mit dieser Arbeit, wenn sie irgendwie dagegen sind? Aber ich gucke abends Nachrichten und denke die ganze Zeit, was soll das? Und da höre ich auch so wenig Fragen. Der Choreograf Marco Göke. Es ist, als erlebe man einen stets Suchenden, der sich vor schnelllebiger Zeit hertreiben lässt. Ich glaube, dass wir schneller choreografieren müssen, weil auch die Geduld des Guckens eine andere ist als vor 50 Jahren. Aber ich bin auch ein MTV-Kind. Damit bin ich irgendwie in meiner Jugend auch groß geworden. Es ist immer eine Wolke um mich an Arbeit. Ich die ganze Zeit versuche, etwas auszudrücken, was ich bis jetzt vielleicht noch gar nicht gefunden habe. Aber ich entspanne mich mit meinem Hund und viel Fernsehen. Ganz einfach. Musik.
Ortswechsel. Wir sind an der Stuttgarter John Krenko Schule, einer der anerkanntesten Ballettschulen weltweit. Hier steht auch die Tänzerin Mona Hartmann am Anfang einer vielleicht großen Karriere. Ich heiße Mona Patricia Hartmann, ich bin 17 Jahre alt und ich wurde in Aalen geboren, aber wohnen tue ich in der Nähe von Schwäbisch Hall. Mit wie vielen Jahren haben Sie mit Ballettunterricht begonnen? Also ich habe mit 4 Jahren an der privaten Hobby-Ballettschule angefangen. Und wie verläuft Ihre Ausbildung an der John Krenko Schule? In welchem Jahr sind Sie derzeit? Also sie verläuft sehr gut bis jetzt. Ich bin jetzt in der Abschlussklasse, die heißt Akademie A und bin dann nächstes Jahr fertig. Wie oft haben Sie Ballettunterricht und wie lange? Ich habe 6-mal pro Woche Training, also auch samstags. Und das Minimum sind so 3 Stunden circa und das Maximum 6. Tanzen Sie schon Spitze? Ja, ich tanze schon Spitze, seitdem ich 10 Jahre alt bin. Also jetzt seit circa 8 Jahren mache ich schon Spitze. Ich hatte auch schon Vorführungen mit Spitzenschuhen. Wie viel bleibt für Freizeit? Was machen Sie in Ihrer Freizeit gerne? Also ich mache nebenher noch das Abitur, deswegen habe ich nicht so viel Zeit wie manche anderen. Also unter der Woche eigentlich fast gar keine Freizeit, aber am Wochenende schon ein bisschen. Da mag ich sehr gerne mit meinem Hund spazieren zu gehen oder was mit meinen Eltern zu unternehmen. Und ich backe auch oft sehr gern Kuchen mit meiner Oma. Beschreiben Sie in 3 Worten die John Krenko Schule. Da würde ich sagen, Freude, Disziplin und Ehrgeiz. Ist Ballett Ihr Traumberuf? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde das wirklich sehr, sehr, sehr gerne also als Beruf in meinem Leben machen, weil ich mich da einfach ausgeglichen und frei fühle. Bei welcher Aufführung wird man Sie in der nächsten Zeit sehen? Also man wird mich wahrscheinlich in Klassische Sinfonie sehen und in Pineapple Ball. Wo sehen Sie sich selbst in circa 10 Jahren? Also ich würde mich gerne in 10 Jahren immer noch am Stuttgarter Ballett sehen als erfolgreiche Tänzerin dort. Und zurück hier zu Eric Gauthier, seiner Company. Eric, wenn man eine große Truppe hat, wie viele Menschen sind das? Eine große Truppe? Ja, die Company, wie groß ist sie? Meine 16 Tänzer, aber 16 ist genug. Ja. Wie hält man sie fit? Meine Tänzer? Ja. Jeden Tag Training, Probe, Vorstellung, nächster Tag Training, Probe, Vorstellung. Und die machen auch ihre eigene Yoga, Physiotherapie, Gym auch dazu. Die machen sich echt fit. Aus welchen Ländern kommen die eigentlich alle? Es ist sehr international bei uns. Ich glaube, ich habe 3 Italiener, ich habe 3 von Australien, ich habe eine aus Amerika, ich habe eine aus Belgien, eine aus Baskenland, Spanien. Ich habe sehr, sehr, sehr gemischt. Eine aus Japan, eine aus Korsika, eine aus, gemischt. Im März, Mitte März startet Infinity. Unendlichkeit heißt es ja nun. Wie unendlich ist Tanz bei Ihnen? Wow, das ist eine gute Frage. Ich meine, als Tänzer ist es unendlich, es ist endlich, weil du kannst nur tanzen auf sehr hohem Niveau bis 30, 35. Now, was Tanz angeht, als Choreograf kannst du immer wieder schaffen, wenn du einen Namen gemacht hast. Als Ballettchef hoffentlich für Ewigkeit, aber ich muss immer wieder neue Ideen rausbringen und so. Aber bis jetzt klappt das gut. Bei uns heißt es Traumtänzer, ist eher was Negatives, aber Eric Gauthier, meine Damen und Herren, ist es, glaube ich, eher was Positives. Wir werden uns gleich mal über das Programm, zum Beispiel im Sommer Colors heißt es dann, unterhalten. Und wir machen aber vorher eine kleine Werbepause. Bis gleich hier bei Kunst, Kultur, Karrieren zurück. Das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. We'll be right back.
Regio TV. Zurück, Kunst, Kultur, Karrieren. Schön, dass Sie weiterhin dabei sind. Ich bin bei Eric Gauthier, seiner Company. Wir haben über Colors gesprochen und beziehungsweise einen Traum, den Sie haben oder hatten mal vor vielen Jahren. Ja. Ich möchte die ganze Welt zum Tanzen bewegen. Richtig. Das ist, glaube ich, so Hintergrund von Colors. Wann startet das wieder hier auch bei uns in Stuttgart? Wir haben diese erste Runde von das Colors International Dance Festival jetzt im Juni 15 gemacht und es wird jede 2 Jahre. So in Juni, Juli 2017. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber wir sind schon in Vorbereitung für alles da. Sie sind gebürtig aus Kanada. Was ist so das, sagen wir, gravierendste, der Unterschied zu uns Stuttgartern? Ja, ganz viele. Aber nicht in die Negatives. Ich bin jetzt in Stuttgart 20 Jahren von meinem Leben. So eigentlich länger, als ich habe in Kanada gelebt. So, ich fühle mich schon zu Hause hier. Ich merke keinen großen Unterschied mehr. Und ich darf vielleicht auch schon ein kleines Geheimnis verraten, nämlich in wenigen Wochen kommt das dritte Kind zur Welt. Ja, kommt unser Mädchen, unser erstes Mädchen, weil ich habe 2 Jungs und jetzt kriegen wir unser erstes Mädel. Mhm. Ja. In 3 Worten beschreiben Sie bitte Ihre Company, Ihre Truppe. I love it. Sowas, ja. Das sind 3 Worte. Wunderbar. Herzlichen Dank, Eric Gauthier. Toi, toi, toi für die Zukunft, für Ihre Truppe, für Company. Sie sind hier am Theaterhaus und wir freuen uns dann, wenn die neuen Programme alle starten. Wunderbar. Vielen Dank auch Ihnen, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und freue mich auf die nächste Woche. Wieder ab 19.15 Uhr starten wir mit Kunst, Kultur, Karrieren. Dankeschön fürs Zuschauen. Womit beginnt ein ganz normaler Arbeitstag der Tänzerinnen und Tänzer des Stuttgarter Balletts? Wie sieht das allmorgendliche Training an der Stange aus? Im Kammertheater Stuttgart können Schüler die internationale Kompanie hautnah beim Training erleben und Fragen stellen. Da die Eintrittskarten schnell vergeben sind, sollten sich Schulen ab der 5. Klasse jetzt schon anmelden. Möglich ist das Ganze jeweils vom 27. bis 30. April ab 10.30 Uhr. Die Outsider leben auf der Straße. Ihr oft einziger Halt ist ein wöchentliches Treffen, um gemeinsam Kunst zu erschaffen. Eine Ausstellung zeigt diese Werke in der Olgastraße 46 im Caritasverband Stuttgart noch bis zum 24. Februar. Es sind überraschende, nachdenkliche und manchmal bizarre Bilder von Menschen am Rande der Gesellschaft. Terminabsprache bitte telefonisch. Traditionell gibt der Stuttgarter Künstlerbund jungen Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Dieses Mal sind es 7 Studenten der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Die umfangreiche Ausstellung ist noch bis zum 5. März zu sehen, jeden Tag von 9 bis 23 Uhr.